Hallo, schön, dass du da bist zum gemeinsamen Weihnachtsliederspielen. Heute spielen wir Süßer die Glocken nie klingen. Das Lied steht im Dreivierteltakt und hat viele übergebundene Noten. Ladet es euch runter und wir schauen uns die Noten an. Ihr seht, das Lied steht im Dreivierteltakt. Eins, zwei und drei, eins, zwei, drei und die halbe mit Punkt drei Schläge. Eins, zwei, drei, eins, zwei, drei. Also, süßer die Glocken nie klingen. In der linken Hand seht ihr sehr viele übergebundene Noten. Hier steht ein C und dann ist ein Bogen wieder zum gleichen C. Das heißt, das C bleibt liegen und zusätzlich wird noch ein H gespielt. Ähnlich ist es in Takt 3 und 4. Ihr seht die Töne A und C und hier wieder A und C. Und der Bogen heißt, dass ich die Töne nicht nochmal neu anschlage, sondern ich halte zwei Takte aus. Takt 5 bis 9, es wiederholt sich ganz ähnlich. Fangen wir an. Der dritte Finger liegt auf dem E. Also, drei. Die zweite Zeile beginnt mit dem G, C-Sprung zum hohen C, A. Nochmal die dritte Zeile. Zeile liegt der zweite Finger auf dem G. Zwei Wechsel. 5, 4, 2, 1, 3. Noch ein Takt. Zweite Seite, es geht weiter. Und die dritte Zeile auf dem zweiten Blatt, fünfte auf G, F, E. Ja, und noch ein großer Sprung zum C, A. Und die letzte Zeile, G, A, G. Ich wechsle auf den fünften, F, D, C. Nochmal die letzte Zeile. G. Zwei Wechsel auf dem gleichen Ton. 5, 4, 2, 1. Gut gemacht, wenn ihr es bis hierhin durchgehalten habt. Wir spielen jetzt die linke Hand. C, 1, 2, 3. C bleibt liegen. H kommt dazu. Und im dritten Takt schlage ich neu an A und C. Liegen lassen. Zweite Zeile. G, C, 2, 3, G bleibt liegen. Und das C geht zum H. 2, 3, C, 2, 3, 1, 2, 3. Ich spiele nochmal Zeile 1 und 2, ohne dazwischen zu reden. Die Zeile 3, wir spielen C und B mit 5, 1, 2, 3, 2, Takt. C, A, 2, 3, 1, 2, 3, dann C, E, 2, 3, F, G.
G, 2, 3, 2. Takt. Ich spiele gleich weiter auf der zweiten Seite und gehe mit 4, 2 auf G und H. Achtung, G bleibt liegen, der Daumen spielt an C. G, H, nochmal das Gleiche. Zweite Seite, dritte Linie, C, B, 1, 2, 3, C, A, F, C, E, C bleibt liegen und nochmal C, E. Ich spiele die zweite Seite ein Stück, ohne dazwischen zu reden. Es beginnt mit G, H. Wenn du beide Hände allein spielen kannst, dann spielen wir jetzt von vorne mit zwei Händen. Erste Zeile auf der ersten Seite. Daumen auf C, dritter Finger auf E. Jetzt A, C. Die zweite Zeile, links spielt G, C. Nochmal das ganze Lied am Stück langsam, sodass ihr jederzeit auf die Pausetaste drücken könnt.
wünsche euch Happy Playing und sage für heute Tschüss.